Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Und ich habe hier gerade extra die Spielerliste offen, damit ihr mal kurz seht, was hier scheinbar gerade los ist. Wir haben hier gerade zwei Clans, darauf eben waren hiervon noch vier auf dem Server. Von dem DBK-Clan. Und na, da ist doch der vierte noch. Ne, sogar noch ein fünfter, krass. Und noch ein paar von den Leuten, also ich nehme mal an, also von den GER-Leuten, ich nehme mal an, dass das Leute sind vom Server. Trotzdem sind die auch, die sind alle hier drauf, das heißt also auf gut Deutsch. Hier sind vermutlich gerade mehrere größere Gruppierungen, mit denen wir jetzt Stress bekommen können. Das ist, wenn ich das mal so sagen darf, nicht besonders geil. Es ist auch ziemlich dunkel hier gerade, aber gut, damit muss man jetzt leben. Und wir sind halt kurz vor Tscherno. Das ist jetzt nicht so geil, wenn ich das mal sagen darf. Das ist jetzt wirklich. Naja, es ist mittelmäßig geil. Ups, was war das denn? Okay. Das könnte nämlich einfach so. Nee, ich weiß nicht. Das könnte so ein wenig uns einfach mal zeigen, dass wir jetzt die Arschkarte gezogen haben, einfach weil. Ich weiß nicht, so alleine jetzt hier ist ziemlich schwer, denke ich mal, zu überleben. Bei der Menge an Clans, die wie gesagt hier gerade drauf ist, scheinbar. Okay, sind zwei Admins drauf. Wie gesagt, diese GER-Leute, also die German-Leute, sag ich jetzt mal. Habe ich ja gesagt, dass die vermutlich zum Team gehören. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht spielen oder nicht gut sind von mir aus sogar. Das heißt ja sogar eher das Gegenteil. Ne? Das hat eher, dass die uns fertig machen werden gleich. Und das ist, naja, nicht schön. Sind wir fertig? Ja, jetzt. Na, lustig. Na gut, komm, eat all. Naja, wie gesagt, und das ist jetzt für mich eine etwas angespannte Situation, weil hier halt auch allgemein ziemlich viele Leute auf dem Server sind. Das ist jetzt nicht so eine Sache, so, ja, hier sind drei, vier Leute auf dem Server oder was weiß ich. Nein, das sind schon. Das ist schon eine Menge. Ich trinke auch noch gerade einen Schluck. Mir der Server auch scheinbar ein bisschen zu lang. Scheinbar ein bisschen zu lang scheint. Ich suche mal mich gerade hier in der Liste. Wo bin ich da? Da unten bin ich. Na, der Ping ist aber eigentlich ganz gut. Okay. Gut. Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit den Finger auf der 3, also auf Neodeutsch beim Revolver. Man könnte auch sagen, am Abzug des Revolvers. Da ich halt jetzt wirklich, ich rechne gerade so gesehen damit, dass wir jetzt gleich, wenn wir hier in Tscherno reinrennen, in ein Feuergefecht reinkommen. Ich habe mich da auch schon gerade eben ein wenig drauf vorbereitet, sage ich mal ganz ehrlich. Also seelisch und alles. Ich habe mir überlegt, wenn ich wirklich abgeschossen werde, dann fange ich an, Rick Roll zu singen oder was weiß ich, um die Leute zu verwirren und dann renne ich einfach weg. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Ups, geht's gar nicht rum. Geh jetzt auch mal hier so, geduckt. Wer hupt denn da? Wir sind innerorts, mein Freund. Da darf man nur als Warnzeichen hupen. Und das war kein Warnzeichen. Nehme ich an. Also wenn, dann war es ein ziemlich schlechtes Warnzeichen. Mich hätte es nicht gewarnt. Ich nehme mal an, das hat man gehört. Also, das Hupen. Im Real Life, nicht im Spiel. Im Spiel gibt es noch keine Autos. Sollte bekannt sein. Aber die haben wohl jetzt, also in den letzten Tagen, mit der Entwicklung der Autos angefangen. Und die wollen das wohl im dritten Quartal. So gesehen in dem Quartal, was jetzt anbricht. Wollen die das wohl raushauen? Ne, Quartal sind immer 3 Monate. Wir haben jetzt den sechsten. Demnach nächstes Quartal. Sollen wohl die Autos reinkommen ins Spiel? Beziehungsweise allgemein Fahrzeuge. Was für welche oder was für einen Zustand beispielsweise? Muss man sie noch erst reparieren und was weiß ich?
Das ist alles noch nicht gesagt. Aber ich nehme an, dass das System, also das Autosystem so gesehen, so beibehalten wie der damals in der Modifikation. Ich denke nicht unbedingt, dass sie so viel daran ändern. Weil das ja auch damals ein einigermaßen cooles System war mit Autos reparieren. Und es wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn hier jeder mit dem Auto rumfahren könnte. Wenn, dann müssten die ja noch seltener sein als damals schon der. In der Modifikation und so weiter und so fort. Also von daher. Ein Blue Bandana. So ein Helm dafür. Boah, ne, jetzt zieht den Helm lieber wieder an. Das sieht doch ein bisschen gefährlich aus. Okay, das ist keine Tür. Okay. Doch, das ist wohl eine Tür scheinbar. Ich habe jetzt. Irgendwo habe ich jetzt gerade eine Tür geöffnet bzw. geschlossen. Ich gucke jetzt auch mal gerade, wo. Wo du wir. Ah, hier. Okay, tatsächlich, ich habe hier die Türe scheinbar geschlossen. Lustig. Hätte ich auch, wenn jetzt hier einer lang gegangen wäre, der hätte sich jetzt bestimmt voll erschrocken. So nach dem Motto, ach du Scheiße, warum geht denn da plötzlich die Tür zu? Also ich hätte mich ja auch erschrocken. So, die Fire Station. Sieht irgendwie. Es ist zu ruhig. Es ist einfach zu ruhig. Hier kann man schon nicht stimmen. Aber hier ist noch jeglicher Loot noch drin. Scheinbar. Haben wir Handschuhe? Nee, noch nicht. Jetzt haben wir welche. Fragt mich nicht warum, aber ich möchte immer so vollkommen angezogen sein. Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Verflucht. Okay, Pistolen. Was haben wir hier? Munition. Eine Flare. Ich nehme mal die Munition. Moment, ich komme mal kurz runter. Munition. Die Flare, wie groß ist die? Auch nur ein Feld. Die schmeißen wir mal aus dem Notfall weg. Das bringt mir nichts, wenn ich die mitnehme. Eine Bandage nehme ich auf jeden Fall mit. Oder ein Kondom. Ein Kondom würde auch gehen. Ich glaube, ich tue hier die Bandage und. Ja, die Bandage lassen wir einfach. Und ja, ich weiß, dass es kein Kondom ist. Es sieht aber trotzdem so aus. Für mich wird das auch, glaube ich, immer das Kondom bleiben, weil es immer so aussieht. Mann. Was ist das? Ein Barett. Nein, ein Barett will ich nicht haben. Dann bleibe ich lieber beim Motorradhelm. Braune Hand, das Panz. Hey, hey, hey. Warte mal. Ja. Hau weg die Scheiße. Oder hau rein die Scheiße. In die Hose. Und dann wechseln wir schnell die Hose. Danke. Gut. Ja, nur nehmen. Trinken müssen wir es jetzt nicht unbedingt. Also noch nicht. Streichhölzer, ne? Nee. Munition. Das sind bestimmt Streichhölzer. Puh. Wie ist er gestorben? Er hat eine Schachtel Munition. Eine. Ach du Scheiße. Okay, er hat eine Schachtel voll mit Munition für eine Streichholzschachtel gehalten. Dieser Idiot. Okay. Eine ziemlich komische Art und Weise zu sterben. Aber hey, es sterben auch jährlich 100 Leute an Kugelschreibern. Dann ist das gar nicht mal so abwegig, dass auch welche daran sterben, dass sie eine Packung Munition für Streichhölzer halten. Ne? Ich frage mich auch immer noch, wie die Leute an Kugelschreibern sterben können. Na los, hüpfen. Danke. Oh ja, das ist perfekt. Das ist super. Da schmeißen wir dann auch schnell die. Da schmeißen wir dann auch schnell die Flare raus. Oder auch nicht. Ne, schmeißen wir hier den
Ein Rasputin-Ding da raus. Ach du Scheiße, ich brauche zwei Plätze dafür. Ohne Witz jetzt. Oh je, ich höre doch hier was. Ich höre hier was klicken. Ich glaube, das sind einfach nur Geräusche. Habe ich so das Gefühl. Was haben wir hier? Was ist das? Komm, raus mit der Munition. Raus mit der Flare, genau. Zack. Zack, haben wir eine Wasserflasche. Ist angenehmer, wenn wir die haben. In die First Person. Weil ich. Ah, ein Kugelschreiber. Gefährlich, die Dinger. Wo wir eben schon beim Thema waren. Wo wir eben ja schon beim Thema waren. Okay. Das ist scheinbar nur Einbildung. Oh je, ich werde paranoid. Ich werde richtig paranoid gerade. Verflucht. Okay. Raus hier. Ach guck mal, hier in die Straße erinnere ich mich noch. Wenn ich die Folge noch auf meinem PC finde, schneide ich sie vielleicht hier rein. Muss ich mal gleich gucken, weil ich müsste die eigentlich noch haben. Und dann schneide ich die einfach mal rein. Das müsste hier gewesen sein. Ich meine, dann bin ich nämlich auch aus dem Shop gerade rausgekommen. Okay. Gut. Schon ziemlich dunkel. Aber, ja, ich wollte gerade kontrollieren, wie lange ich noch aufnehme. Ich nehme jetzt nämlich nicht mehr lange auf. Da das hier halt auch wieder nur eine einfache Folge ist, damit ich euch eventuell heute noch eine liefern kann. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinbekomme, das noch schneller zu rendern oder alles. Ich weiß echt nicht. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal, dass einer dieser DBK-Leute rausgeflogen ist, weil er die Verbindung verloren hat. Das ist ganz praktisch eigentlich. Also, ich bin bei so Clan und so bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich weiß zwar, dass ich nicht unbedingt der schlechteste Spieler bin, aber gegen den ganzen Clan, der vermutlich auch irgendwie im TS oder so zusammenhängt, habe ich also keine Chance. Auch wenn er nicht zusammen im TS hängt, habe ich keine Chance gegen den, weil die sind irgendwie, sind die ja trotzdem aufeinander abgestimmt, auf irgendeine Art und Weise. Und das kann man halt nicht wegmachen. Wie gesagt, ich habe es schon mal geschafft, dass ich hier irgendwie zwei oder drei Leute ausgeschaltet habe. Also jetzt nicht in der Standalone, weil ich die ein bisschen zu wenig gespielt habe, aber halt in der, Dings hier in der Modifikation, da habe ich es schon mal hinbekommen, dass ich zwei oder drei Leute oder sagen wir zweieinhalb Leute, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich abgeschossen wurde. Ja, ich werde nass. Buhuhuhuhu, ich werde nass, oh nö. Braucht er einen Regenschirm oder was? Und auf jeden Fall, bla, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich den dritten, der kann auch rein theoretisch überlebt haben. Aber die müsste ich zumindest schwer angehittet haben. Also das habe ich schon mal geschafft, so eine kleine Gruppe auszulöschen,
Da hatte ich aber halt auch einen taktischen Vorteil. Ich habe mich da halt. Da habe ich mich halt ein bisschen so im Wald, sag ich mal, versteckt. Das war in Elektro. Da saß ich. Ne, war es in Elektro? Ich weiß es nicht mehr. Na, auf jeden Fall, irgendwo saß ich dann in der Nähe von so einem Feldweg, sag ich mal, ne? Müsste Elektro gewesen sein. Der Weg, der führt ja irgendwo so einen Weg nach oben. Und dort müsste ich halt dann gewesen sein. Und ja. Bla. Fahren verloren wieder. Und da kamen dann diese drei Leute entlang. Ich saß da halt M4, M16, was auch immer, ne? War auf jeden Fall genug Munition, irgendwie zwei oder drei Magazine. Und alles drum und dran, einigermaßen gut ausgerüstet und so weiter. Ein Visier drauf auch. Also alles in allem gut ausgerüstet. Und die haben mich halt nicht gesehen, aber ich habe halt so ein bisschen beobachtet und alles. Und ne? Hab mir so gedacht, okay, komm, du machst jetzt Folgendes. Du liegst hier wunderschön im Wald. Die können dir hier eigentlich wenig anhaben. Ich lege mich jetzt auch wieder in den Wald. Einfach nur, um mich abzumelden. Oder ich lege mich dort oben in das Haus, ja. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Wie gesagt, ich auf jeden Fall im Wald liegen. Und dann denke ich mir halt so, gut, dann schießt du die jetzt einfach mal ab. Wenn du verreckst, wäre zwar schade, aber gut, was will man machen? Ne? Habe ich auf jeden Fall gemacht. Und dann nach irgendwie ein paar Minuten Feuergefecht, weil der eine hat sich dann so, oder einen habe ich halt sofort erwischt. Oder halt einigermaßen schnell, da waren drei, vier Schüsse und alles und dann war der weg. Dann natürlich großes Stimmengewirr, also im Voice-Chat und alles plötzlich halt, also Direct Communication, plötzlich alle drin und so, was soll das hier? Wer schießt auf uns? Wer ist das? Hört auf damit, oder hör auf damit, ne? Wir sind freundlich und was weiß ich, ne? Und ja, ich habe mich ja von halt nicht beirren lassen und habe halt weitergeschossen und so weiter. Nach ein paar Minuten ist dann der zweite draufgegangen und wie gesagt, beim dritten bin ich mir nicht sicher, ob ich den am Ende noch erwischt habe. Also, ich weiß, dass ich ihn auf jeden Fall angehittet habe, aber als ich dann später halt nach den Leichen gesucht habe, nach so, keine Ahnung, habe den halt gut angehittet und dann bin ich da halt irgendwann mal lang gegangen und dann habe halt die Leichen da noch ein bisschen gelootet, habe ein bisschen Munition und natürlich nicht alles rausbekommen. Und ja, der Typ, der habe halt die dritte Leiche nicht gefunden. Kann sein, dass ich die von der Position her falsch eingeordnet habe. Kann sein, dass er halt weggekrochen ist und dann irgendwo anders verreckt ist. Das kann alles sein, also. Daher bin ich mir da halt nicht so ganz sicher. So, aber ich mache jetzt hier bei dem Tresor, mache ich jetzt einen Cut. MZW, ich stelle mich hier oben hin. Ganz gemütlich. Ach, jo. Oh. Eins, zwei. Okay. Tu die Hände runter. Und grüß lieber. Grüße deine Nachbarn. Okay, gut. Und dann sage ich jetzt in diesem Sinne, linken Daumen, schau Leute, euer Shinigami. Ja. Tschüss. Na, jetzt bin ich in der Ladezone. Ja, so, jetzt tschüss.